Hey, mal wieder ein Outfit of the Day für euch. Ich glaube, das ist jetzt das dritte, was ich mache. Und palavern wir gar nicht viel rum. Ist kurz und knackig, es ist sehr, sehr herbstlich, sehr warm, sehr schön, sehr kuschelig. Und es ist im Moment einfach so die Farben, die ich liebe und auch an denen ich mich, glaube ich, gar nicht satt sehen, einkaufen könnte. Und wir starten jetzt. Ich drehe mal kurz die Kamera. Ja. Ja, ich zeige es euch erstmal ganz kurz. Und so machen wir das. Also es ist, fangen wir an mit dem hier. Das ist so eine Zipfelstrickjacke und ich finde es im Moment sehr, sehr schön, wenn es so rumflattert. Ich finde es wunderschön. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, also ist angenehm und ich fühle mich damit einfach nicht so befangen. Sagen wir es mal so, in manchen Strickjacken oder Cardigans fühle ich mich nicht ganz so wohl. Das Kleid ist, auch von Bonprix. Das ist so ein braunes Rollkragen-Strickkleid. Das geht halt bis zu den Knien. Und dazu kombiniere ich einen cognacfarbenen Taillengürtel. Ich finde den sehr, sehr schön. Der hat ja dann auch noch so eine schöne Nieten. Vor allen Dingen, die Nieten sind auch wieder unten an den Stiefeletten. Das fand ich ganz niedlich. Die Kette, die ist von Sachsen Galeria Kaufhof. Und die hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Und wo wir gerade schon bei den Händen sind, der Nagellack, der ist von Catrice. Ich schreibe das auch noch alles genau in die Infobox. Ich fand den sehr, sehr schön. Ich bin im Moment auf diesem Colorblocking-Trip. Und deswegen auch gestern dieses Blaue mit den orangenen Nägeln. Ich fand das einfach cool. Dazu kombiniere ich eine schwarze Leggings und dann halt braune Stiefeletten von Deichmann. Und ich finde das ganz süß. Ja, das Augen-Make-up kommt nochmal ein bisschen separater und kombiniert habe ich das mit einer x-beliebigen braunen Tasche. Mal gucken, wir gehen nachher noch ins Kino und gucken Kill the Boss und ich freue mich total und ich denke mal, so gefalle ich mir, so gefalle ich wahrscheinlich auch Richard und ich fühle mich damit sehr wohl. Vor allen Dingen haben heute wieder so einen tollen Tag. Ich finde, die Farben sind einfach prädestiniert für diese Jahreszeit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye! Ja, als Grundierung habe ich benutzt die Astor Meditude Foundation, darüber den, Sekunde, das war das Blood Powder von MAC, NC20, dann kein Highlighter, nur als Rouge benutzt MAC Melba, dann Augenbrauen wieder nachgezogen mit Espresso, nur so ein bisschen schattiert. Denn die Augen sind mit dem Pigment von MAC Naked und das wurde verblendet mit Morsch, Smut und Bronze. Und auf den Lippen trage ich von P2 den Rodeo Drive. Das war's. Ach ja, den Eyeliner habe ich noch nachgezogen und zwar mit dem Magic Ink von Benefit und getuscht wurden die Wimpern in der kleinen, mit der kleinen Art Deco Mascara, die in der Glossy Box drin war. Tschüss!